Josh! Oh, oh, wirklich gut! Ihr alle hier habt mich erkannt! Und nach allem, was ihr erlebt habt, gut! Gut, 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 gut! Wie fühlt sich das an? Also, wie ist das? Ist es schön, wenn man terrorisiert wird, gedemütigt, in Panik? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen! Nein! Nein, 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 nein! Sie sind fort! Vielleicht fällt es dir nicht auf, Josh, aber keiner von uns lacht. Ach, kommt, 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 kommt. Wieso diese Gesichter? Kommt schon. Tut doch gut, wenn einem ab und zu das Herz rast, stimmt's? Und wie sie gerast sind. Ich meine, bei jedem von euch. Bum, 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 bum. Ich hoffe, ihr wart begeistert von meinem phantasmagorischen Spektakel. Ich bin kein Detail zu klein. Oh, ist das keine Gelegenheit ungenutzt. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich war der Puppenspieler. Bei eurer pavlovschen Panik. All das Blut, ich meine Blut, da war Blut in Massen, falsche Leichen, ich meine... Der Scheiß war sauteuer. Und alles ohne Probe. Nein, 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 alles ungeprobt. Ihr hättet eure Gesichter sehen müssen. Ich hatte euch am Haken, jeden einzelnen von euch. Josh, warum tust du das? Wozu sprichst du überhaupt mit dieser miesen Ratte? Der spinnt doch. Er hat eine Schraube locker. Er schluckt seine Pillen nicht mehr. Ach, kommt schon, Leute. Rache ist die beste Medizin. Das reicht. Mike, er ist krank. Was? Kommt schon, ihr werdet mir noch dankbar sein, wenn ihr alle bald Internetstars seid. Halt, was? Oh, ihr könnt mir glauben, dass dieses kleine Baby ein Riesenhit wird. Ich meine, wir haben unerwiderte Liebe. Wir haben Blut. Ich glaube, es gibt nicht mal genug Rechner in China, um all die Aufrufe zu zählen, die ihr kriegen werdet. Was heißt, allen geht's gut, du Arschloch? Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Du wirst dafür büßen, Wichser! Jungs! Jungs, kommt schon! Hey, Jungs, wirklich, das ist doch völlig verrückt! Halt's Maul! Warum schlägst du sie? Ha? Warum musstest du sie schlagen? Wovon redest du da? Schmetterlings. Ich hatte die Schere genommen. Ashley hat auf den Psycho eingestochen. Der Psycho verpasste Ashley im Rücken. Chris hat Josh geschlagen. Ey, ja, wir machen noch so viele Tote. Schlagen, du Stück Scheiße! Oh! Ich war so wütend. Man schlägt keine Mädchen. Das geht gar nicht. Kumpel, Alter, Chris, Bro. Ich bin nicht dein Bro. Wo gehen wir hin? Wohin bringt ihr mich denn? Wir sperren dich weg, Bro. Was? Damit du keine Dummheiten machst, bevor wir die Polizei rufen. Kommt schon. Ich hab gar nichts gemacht. Ist das dein Ernst, Mann? Du bist ein verdammter Mörder, du Arsch. Ich war das nicht. Michael, bitte glaub mir doch, Mann. Ich war das nicht mit Jessica. Bist du irre? Ganz ernsthaft? Kriegst du nicht in dein Hirn, was du getan hast? Ich bin ein Heiler, Mann. Ich bringe Menschen zusammen. Nicht wie ihr Arschlöcher. Es reicht. Doch nur, was ihr sehen wollt. Ihr halt seid die Klappe! Ihr seid... Alter! Ist nicht meine Schuld, dass ihr Penner keinen Spaß versteht. Oh je, hab ich dir wehgetan? Hast du jetzt irgendwo leichte Schmerzen? Das tut mir ja so sehr leid, Mann! Schluss, Mann! Scheiße, stopp! Alter. Michael! Mike, sorry, Mann! Ich kann dir nicht sagen, wie leid es mir tut, dass Jessica etwas zugestoßen ist, aber ich schwöre dir, ich habe keine Ahnung, was mit ihr passiert ist.
Skeptisch. Oh, shit, Mike, du. Oh, ich weiß nicht, irgendwas stimmt hier nicht, Mann. Oh, machst du Witze? Es fällt mir einfach nur wirklich schwer, zu glauben, dass er Jazz etwas antun würde. Ich war aber selbst dabei. Ich hab es gesehen. Das ist ihr Blut. Können wir uns nicht einfach alle vertragen? Ey, das soll... Verdammt! Ich war stumpf. Meinen das ernst? Das ist nicht richtig. Ey, das war in der Mine in letzter Zeit alles. Doch Früh, überhaupt. Das geht ja nicht. Geplant. Aber dieses Fieber, das kannst du schon beschreiben. Ihr seid ein Haufen Fieslinge. Ihr könnt doch nicht jemanden einfach so hier hängen lassen, Jungs. Ha? Nicht, dass ihr die Eier hättet, wirklich irgendwas Entscheidendes zu unternehmen. Ah! Au! Alter, halt doch einfach nur die Schnauze, Mann. Oh. Oh ja. Das ist, was ich meine. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Weil da nichts ist, was ich bereuen würde. Oh mein Gott. Okay, fesselt mich nur, okay? Halt still, Mann. Klar, still. Weil das Fesseln erschwert, wenn das Opfer sich wehrt. Josh, Mann! Lässt du mir noch ein bisschen Spielraum, ja? Was muss ich tun, damit du still bist? Oh, nicht so stramm, okay? Nicht so stramm, okay? Ich kann sonst nicht zappeln. Kabelbinder, die sind der Dreck. Ja. In Gottes Namen, Faselkabel, bitte. Das ist ganz schön krass. Geiselnahme. War früher schon mal so drauf? Mindestens für drei Geiseln oder ihr Geld zurück. Alle sind dumm. Dumm. Chris und Ash. Chris ist ein Arsch. Ashley ist ein Dumm. Wie bitte, was sagst du da? Ich sagte, du bist ein dummer Dummkopf. Wie bist du denn drauf? Oh, Ashley. Oh. Ashley, du wirst nicht sterben. Ich hol dich da raus. In meinen wildesten Träumen hätte ich nie gedacht, dass du mich magst. Es reicht. Kennst du? Jetzt sagt Emily Ashley retten. Ashley war davon angefühlt. George fühlte sich betrogen und stellte sich gegen Chris ein. Und dieses Geräusch nicht? Es heißt, ich küsse niemals Ashley, du Pussy! Schluss! Ja, hör mal. Überlass doch lieber Ashley unserem Mike. Ich meine, immerhin hat er ja schon ein paar Kerben im Bettpfosten, was? Er nimmt sie ran! Du bist verfickt erbärmlich, Chris. Ich mach den Typen alle! Hör nicht auf ihn! Er ist es nicht wert. Hey, Mike! Mike! Mike, was? Was war da mit Jess, Mike? Du weißt, was da war. Nein, tu ich nicht. Ich hab ein Problem, Mike. Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Ich meine, also ich denke, also daran würde ich mich sicher erinnern, weißt du? Sie ist so weich. Und bestimmt hat sie einen wirklich heißen Body. Halt dein verficktes Maul! Ja, sich nicht erschießen, Junge. Das ist eigentlich Chris. Okay. Echt jetzt? Na was? Dachtest du, ich erschieße ihn? Keine Ahnung. Komm schon, Chris. Du solltest mich besser kennen. Ja, Chris. Du kennst mich doch auch besser. Ja, dann gib mir nächstes Mal ein Zeichen, okay? Oh, ihr armen kleinen Schweinchen. Bekommt ihr nicht mal die böser Kopf, guter Kopf Nummer auf die Reihe? Überlass das den Profis, Jungs! Geh du zurück zur Lodge. Check, ob alles okay ist. Ich bleib bis morgen früh bei diesem Spinner hier. Oh, Pyjama-Party. Bestellen wir uns eine Pizza. Kommst du hier klar? Ja, die anderen wollen sicher wissen, wie es steht. Du hast recht. Bis
bis morgen früh. Das ist eine gute Idee, ist ja, ganz ehrlich. Was bisher geschah bei Arkham Dawn? Josh! Josh! Wie ist das? Ist das schön? All die Gefühle, die meine Schwestern erleben durften? Vor einem Jahr? Aber ratet mal, sie kamen nicht mehr zum Lachen. Nein! Nein, 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 nein! Sie sind fort! Jessica ist wirklich tot! Was? Hörst du schlecht? Jessica ist tot. Und du wirst dafür büßen, Wichser! Ah! Was war da? Mit Jess, Mike? Ich erinnere mich nicht an diesen Mord. So eine Scheiße. Oh Gott! Oh mein Gott! Matt! Drei Stunden bis zum Morgen. Ben und Steve, und verschwinde schnell von hier! Sofort! Was? Oh shit. Oh shit. Oh, der hilft uns. Oh Mann. Immer die Minen. Ja, nein, ist immer die Minen. Ich will hier raus. Okay. Hey. Was war das für ein Vieh? Junge. Ich will hier raus und das sofort los. Ich hab keinen Bock mehr, die zu nehmen. Totems übersehen habe. Ich weiß nicht warum, aber uns fehlen noch so viele. Es sind noch knapp 3 Stunden bis zum Morgen. Muss es lang gehen? Shit! Ach, oh, was ist das? Was ist? Weg hier! Wir müssen raus! Thank you.
Geh weg! Der nimmt dich gleich! Was hab ich gesagt? Gebissen. Emily wurde gebissen. Was ist das? Rudolf! Gut los! Zuerst. Bist du okay? Alles gut, mir tut nichts weh. Ich muss mich nur beruhigen. Das Ding war so verdammt schnell. Was? Ich musste ganz schnell weg. Wovon? Da war dieses Ding, was immer es war. Beruhig dich. Josh hat uns verarscht. Ihr hört mir gar nicht zu. Verwirrt. Erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komm nicht mit. Der Turm ist umgefallen? Denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot. Also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen? Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Ach nee, der Typ. Vorschlagen.
Okay. Ich mach die Tür auf. Bereit? Bereit? Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein. Gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Genau. Also ein Wendigo. Die ganze Zeit schon. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein. Ich geh ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ja, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Ach du Scheiße, ist das denn sein Ernst? Die wollen jetzt hier... Okay, das waren ganze Zeit diese Wendigos. Alter Schwede. Da hat Josh eigentlich wirklich nichts zu tun. Shit. Junge. Okay. Machen in der nächsten Folge genau hier weiter, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, lasst ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao.